Hallo liebe Straußenfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Strauß voraus aus dem Kosmos Verlag. Ein Spiel ab 8 Jahren für 2 bis 5 Spieler mit einer Dauer von ca. 30 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Packung an Spielinhalt, wie baut ihr das Ganze auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt viel Spaß mit Strauß voraus! In der Packung findet ihr folgenden Spielinhalt. Eine Anleitung, dann die Straußenfiguren für die Spieler. Dann gibt es hier Übersichtskarten für die Spieler. Und für jeden Spieler einen Satz Karten. Auf diesem sind einfach Zugweiten und verschiedene Farben angegeben. Dann gibt es hier so Bonusmarker. Von denen kann man sich vor dem Spiel entscheiden, mit welchem man spielen möchte und sich entsprechend diese nehmen und im Spiel dann verwenden, wenn man sie hat. Und dann gibt es hier einen Haufen mit Wegkarten. Und die Wegkarten gibt es zweiseitig. Einmal ohne besondere Schwierigkeiten und Hindernisse und einmal eben mit Tieren als Hindernissen darauf. Oder dann gibt es auch besondere Karten. Das Ende ist klar und hier gibt es, wie gesagt, welche mit vielen Tieren darauf oder eben auf der Rückseite mit nichts darauf. Und dann gibt es besondere Karten, wie jetzt hier eine enge Schlucht mit einer Brücke drüber und so weiter. Und auch hier das Anfangskärtchen. Hier muss man sich am Anfang des Spiels entscheiden, mit welcher Seite man spielen möchte. Die erste Runde empfiehlt sich zu spielen ohne Besonderheiten. Und dann kann man die Besonderheiten dazu nehmen und das werde ich jetzt auch erst einmal machen. Ich baue euch jetzt erst einmal ein Spiel der einfachen Sorte auf und zeige euch, wie das funktioniert. Der Aufbau des Spiels geht jetzt folgendermaßen. Jeder Spieler nimmt sich mal seine Straußenfigur zu sich und passend dazu gibt es einen Satz Karten in seiner Farbe und da sind, wie gesagt, Strecken, Farben und Zugweiten angegeben. Die nimmt mal jeder zu sich. Dann gibt es von jeder Farbe 6 dieser Plättchen, mit denen man Bonus nutzen kann. Da sucht man sich am Anfang des Spiels dann einfach 3 raus, mit denen man spielen möchte. Beide Spieler das gleiche. Und die werden am Anfang immer auf die habe ich noch nicht Seite gedreht. Denn die muss ich mir im Laufe des Rennens erstmal verdienen, bevor ich sie nutzen darf. Und dann baut man sich eine Rennstrecke auf. Am sinnvollsten ist es, eine Strecke zu bauen, die aus 14 oder mehr Feldern besteht. Was wir immer brauchen natürlich, ist ein Start- und ein Endefeld. Ohne die geht es nicht. Und dann kann man sich hier, wie gesagt, eine beliebige Rennstrecke aufbauen. Und ich werde mal schauen, dass ich das jetzt so mache, dass ihr davon auch etwas seht. Ich habe jetzt auf dem Tisch leider nicht so viel Platz, das heißt, meine Rennstrecke ist jetzt ein bisschen kleiner, wie es eigentlich ideal wäre. Aber um das Spiel zu erklären, sollte es ausreichend sein. Jeder Spieler stellt seine Figur einfach noch hier auf die Startposition. Hier hinten ist das Ende. Worauf ihr achten müsst, ist, dass immer eine Farbe auch wirklich aneinander ist und eine schöne Linie bildet. Hier habe ich jetzt ein paar Tiere mit drin, um ein paar Kleinigkeiten zu erklären. Jetzt suchen sich die Spieler zusammen noch ein paar Bonusplättchen aus, mit denen sie gerne spielen würden. Und die erkläre ich am besten noch kurz in einem extra Video. Das wäre sonst grundsätzlich erstmal der komplette Aufbau. Wie gesagt, am Anfang jeder Runde überlegen sich die Spieler, mit welchen Bonusplättchen sie spielen möchten. Und dazu stehen 6 Stück zur Auswahl. Bonusplättchen werden dadurch aktiviert, indem ich mit meinem Strauß durch ein Wasserfeld laufe. Das heißt, es sollten mindestens 2, also eigentlich bei 14 Karten, mindestens 3 Wasserfelder vorhanden sein, um da einen sinnvollen Aufbau zu machen, um auch mal Bonusplättchen zu nutzen. Und jetzt erkläre ich dir kurz, was die machen. Das Viererplättchen mit der 4 hier oben drauf bedeutet nichts anderes, wie einen Zug auszuführen, einer beliebigen Farbe mit 4 Schrittweite.
Dann gibt es hier den großen Sprung. Mit diesem Plättchen kann er über ein beliebiges Hindernis, egal ob ein anderes Tier, wie jetzt Löwe, Warzenschwein, sonstiges, drüber springen, als wäre da kein Hindernis und kann es einfach ignorieren. Dann gibt es hier den Bocksprung. Der erlaubt es, wenn ein Spieler genau hinter einem anderen Spieler zum Stehen kommt, dass er über den noch drüber hüpft und ein Feld sozusagen weiterhüpft. Das bedeutet einfach, die Zugweite wird um 2 verlängert. Dann gibt es hier die Handkartenkarte. Hier heißt es, in der nächsten Runde, wenn Handkarten gezogen werden, normalerweise hat jeder Spieler 4 Handkarten auf der Hand, darf sich dieser Spieler eine mehr ziehen und hat für die nächsten Runden eben 5 Handkarten auf der Hand. Dieses muss er eben auch nicht mehr abgeben, dieses bleibt dauerhaft liegen. Und hier als letztes haben wir noch das Bewegungskarten-Kopieren-Markerchen und mit dem kann ich eine Karte, die ich gerade auf dem Ablagestapel gelegt habe, noch einmal nutzen, als hätte ich sie in der Hand. Und jedes, was ich nutze, kommt danach in die Spielschachtel zurück. Also einmal aktivieren, indem ich das Wasser laufe, dann werden die umgedreht auf die Jetzt habe ich sie Seite mit dem grünen Hackerl. Und wenn ich es dann benutzt habe, dann kommen sie weg. Außer der mit dem Ich darf eine Handkarte mehr haben, denn die bleibt das ganze Spiel über im Besitz des Spielers, der sie gespielt hat. Wie gesagt, am Anfang müsst ihr euch jetzt entscheiden, welche 3 Karten wir nehmen. Ich nehme es mal den plus 2 Zug für jeden Spieler. Ich nehme jetzt mal das, ich darf das, was schon mal ausgelegt wurde, nochmal benutzen. Und den 4er Joker nehmen wir auch noch dazu. Die restlichen spielen jetzt einfach nicht mit. Halt so rum und kommen einfach aus dem Spiel. Das könnt ihr eben von Runde zu Runde oder besser von Spiel zu Spiel dann selber entscheiden, mit was ihr spielen wollt. Jetzt werden die Karten durchgemischt von jedem Spieler und jeder nimmt sich 4 Stück davon auf die Hand. Ich lege die wieder mal offen für euch aus, damit ihr seht, was ich hier so habe. Und dann werde ich euch als nächstes die Zugregeln dieses Spiels erklären. Das Rennen funktioniert grundsätzlich so, dass in der ersten Runde noch ein Spieler ausgewählt wird, der den Startspieler macht. In zukünftigen Runden immer der Spieler, der am weitesten vorne liegt, der neue Startspieler wird. Sind Spieler gleich weit auf, so zählt die Nähe zu diesem Affenbrotbaum. Das heißt, wenn jetzt diese 2 Strauße in der gleichen Spur hier wären, dann würde der Spieler, der neue Startspieler, den erst näher hier am Affenbrotbaum. In der Kurve sind diese Punkte die Markierungen für die Einteilung der Sektoren. Das heißt, wenn jetzt er hier stehen würde, wäre im falschen Sektor, der wäre ein Sektor weiter vorne und wäre der Startspieler. Aber wie gesagt, wenn die im gleichen Sektor stehen, dann eben der, der näher am Affenbrotbaum ist, der ist der neue Startspieler und darf dann als erstes seine Karte ausspielen. Eine Runde funktioniert immer gleich. Ich suche mir eine Karte aus, die ich spielen möchte, ziehe meine entsprechenden Schritte, dann ziehe ich eine Karte nach und der nächste Spieler ist an der Reihe. Und auf dem normalen Feld, wenn nichts im Weg ist, ist das noch recht einfach und funktioniert folgendermaßen. Ich fange es hier einfach mal an und sage jetzt, ich spiele mal die lilane 4 aus. Das bedeutet, ich muss meinen Zug auf einem lila Feld beenden. Ich muss nicht die ganze Zeit auf einem lila Feld ziehen. Das brächte mir zwar später Vorteile, aber grundsätzlich ist es so, ich muss auf diesem Feld zum Stehen kommen, was die Farbe der Karte ist. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, ich gehe 1, 2, 3 und dann rüber auf die 4. Verbunden sind die immer durch diese Striche hier so diagonal. Das wäre ein gültiger Zug und ich lege das auf meinen Ablagestapel und ziehe eine Karte nach. Der Spieler hier drüben ist an der Reihe, der nimmt sich jetzt hier die grüne 6, spielt die aus und geht hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 vorwärts und zieht eine Karte nach. Er ist es der neue Startspieler, denn er ist weiter vorne und darf somit jetzt gleich nochmal ziehen. Und hier gibt es jetzt eine kleine Besonderheit. Spielt der Spieler eine gleichfarbige Karte aus zu der Bahn, auf der er gerade steht, so darf er je nach seiner Platzierung 1, 2, 3 oder 4 Schritte eben mehr machen. Das heißt, wenn er jetzt sagt, ich spiele jetzt die grüne 2 aus, weil ich auf der grünen Bahn stehe, dann gehe ich erstmal meine 1, 2. Ich bin an erster Stelle und kriege nochmal einen extra dazu. Und das ist die Bonusbewegung. Ich ziehe wieder eine Karte nach. Der Spieler hier drüben ist an der Reihe. Er kann keine Bonusbewegung nutzen, denn er hat keine lila Karte mehr.
Die darf er auch nicht nutzen, weil er noch nicht übers Wasser gelaufen ist. Er sagt jetzt einfach, da oben kommt jetzt das Wasser langsam. Ich nehme jetzt mal die grüne 6 und schau mal, ob das geht überhaupt. Denn ich darf nicht durch einen anderen Strauß, der im Weg steht, hindurchlaufen. Ich muss dran vorbei. Ansonsten muss ich stehen bleiben. Das heißt, ich kann jetzt schauen. 1, 2, 3 und dann rüber. 4, 5, 6. Das war ein guter Zug. Jetzt bin ich durchs Wasser gelaufen. Ich muss nicht auf dem Wasser stehen bleiben. Hauptsache, ich bin mal durchgekommen und darf mir jetzt aussuchen, welche dieser Bonusmarker ich gerne aktivieren würde. Und ich aktiviere jetzt mal den Bonusmarker, mit dem ich darf eine abgelegte Karte in der nächsten Runde nochmal spielen und ziehe eine Karte nach. Und unser Spieler hier muss sowieso vom Grünen runter, aber würde auch gerne einen Bonusmarker haben. Das heißt, er spielt jetzt mal den weißen Fünfer aus und geht jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5. Kam also durch das Wasser durch und darf sich jetzt die Karte wieder aufdecken. Und der nimmt sich jetzt den 2 Schritte mehr Marker und dreht ihn sich um. Die Marker darf man dann jederzeit während seiner Runde nutzen. Jetzt ist wieder der Blaue dran, weil er wieder vorne ist. Diese Karte liegt jetzt eigentlich verkehrt rum, aber ich lasse sie erstmal kurz liegen, um euch ein bisschen mal kurz die Tiere zu erklären, die es auf diesen Karten so gibt. Also normalerweise rennt man jetzt einfach weiter und weiter und weiter, außer man trifft auf ein Tier in seiner Bahn. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Tiere, die man antreffen kann. Und da hätten wir zum einen den Löwen. Der Löwe blockiert einfach das Weiterziehen. Das heißt, an dem muss ich irgendwie vorbei wandern. Da darf ich nicht durch dieses Feld. Dann gibt es den Geparden. Das ist dieser Freund hier. Wer da durch möchte, muss an den Geparden Wegzoll zahlen. Das heißt, er muss eins seiner Vorteilsplättchen hier in die Schachtel zurücklegen. Natürlich vorrangig das, was er schon aktiviert hat und was er nutzen könnte, das muss er vorrangig leider abgeben als Wegzoll an den Geparden, dann dürfte er hier durch. Dann gibt es das Stachelschwein, dieser Geselle. Wenn man auf das Stachelschweinfeld kommt, bleibt man stehen, sagt einmal Aua und der Zug ist einfach beendet. Das heißt, man rennt da rein und muss einfach an dem Ort stehen bleiben, darf aber in der nächsten Runde von dem Ort ganz normal weiterlaufen. Dann gibt es Krokodilfelder, da ist gerade keins aufgedeckt, aber da darf der Spieler einfach nicht drauf stehen bleiben, sondern er muss einfach genug Zugweite übrig haben, um auf dem Rücken der Krokodile einfach drüber zu springen. Dann macht das Krokodil keine Probleme, drauf stehen bleiben darf ich eben nicht. Und dann gibt es auch das Warzenschwein. Und das Warzenschwein hat einfach die Bedeutung, dass ich meine kompletten Handkarten nach dem Zug wegwerfen muss und einfach 4 neue ziehen. Ist vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht. Das sind die Bedeutungen der Tiere. Dann gibt es noch ein paar schwierige Streckenteile wie Treibsand oder Brücken oder sonstiges. Also bei Brücken zum Beispiel muss ich halt dann mit einer beliebigen Farbe da drüber. Bei Treibsand kostet mich jeder Schritt, den ich mache, einfach 2 Bewegungen. Das heißt, mit 2 Bewegungspunkten komme ich nur ein Feld weiter. Hier ist die Sanddüne. Die Sanddüne bringt dann entweder, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, wieder ein paar Felder zurück oder wenn ich hier stehen bleibe, automatisch ein paar Felder vorwärts werde ich getragen. Das ist die Sanddüne. Das sind also ein paar besondere Geländefelder. Ich kann mir pro Runde einfach raussuchen, was ich gern zusammenbauen würde. Ich mache jetzt einfach noch kurz mal hier weiter. Der Blaue ist ja dran. Der sagt, er spielt jetzt nochmal den weißen, nicht mal, er spielt jetzt den weißen Vierer aus und nimmt noch die Bonusbewegung mit 2 dazu. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muss auf Weiß stehen bleiben, wunderbar. Die Karte kommt dann aus dem Spiel, die kann er in der Runde nicht noch einmal aktivieren. Und der gelbe Spieler ist an der Reihe und der spielt zum Beispiel jetzt auch die weiße, na, der spielt den Sechser hier aus nochmal, er nimmt diese Bonuskarte nochmal die letzte Karte spielen. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er ist an zweiter Stelle, ist auf der gleichen Spur geblieben und kriegt 2 dazu und dann ist wieder der blaue Spieler dran, weil er vorne ist und kann dementsprechend wieder Sachen nutzen. Und irgendwann landet man hier hinten am Spielende. Irgendwann kommen unsere Strauße dann hier am Spielende an und jeder Spieler muss gleich oft gezogen haben. Das heißt, wenn es ein Spieler, ich sage mal der blaue, läuft es mit dem Dreier hier ins Ziel. 1, 2, 3 plus 1 mehr, weil er erster war und auf der gleichen Spur geblieben ist. Jetzt hat er noch nicht gewonnen, denn es ist noch einmal der
der gelbe Spieler dran, damit jeder gleich oft dran war. Der spielt jetzt hier den weißen Fünfer aus und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hätte gewonnen. Das heißt, es langt nicht, als erster die Ziellinie zu überqueren. Nein, man muss es auch schaffen, am weitesten dann vorn zu sein, wenn jeder seine Runde beendet hat. Jetzt erkläre ich euch noch ein paar Sondertätigkeiten, die ihr mit Karten machen könnt. Es gibt noch zwei Besonderheiten, die man durchführen kann. Zum einen darf man, wenn man zum Beispiel vor einem Löwen steht, mit einer beliebigen seiner Zugkarten, die man ausspielt, einen Schritt auf ein beliebiges Feld gehen. Es muss von der Farbe nicht passen und auch sonstiges nicht. Ich darf keine Bonusbewegung nutzen natürlich und ich darf nur diesen einen Schritt machen. Das heißt, wenn ich wirklich irgendwo eingeklemmt bin und nicht weiterkomme, darf ich mit dieser Ausnahmezugregel einen Schritt in eine beliebige Richtung machen. Und dann gibt es noch diese Karten mit diesem Zeichen drauf. Das ist immer eine Zweierkarte. Und das ist die Schleichenkarte. Wenn ich diese Karte spiele, dann darf ich durch jedes beliebige Tier durchgehen, auch durch den Löwen. Ich darf in Treibsand mich normal bewegen, als wäre nichts. Diese Karte ist die Schleichkarte, mit der kann ich mich einfach vorsichtig vorwärts bewegen und kann alles ignorieren, was mich aufhalten würde, was mich Karten kosten würde und sonstiges. Das war meine kurze Vorstellung des Spiels Strauß voraus, volle Kanne durch die Savanne. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und wir sehen uns im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, viel Spaß beim Spielen und Servus, euer Michael.